Gut, die war reell, die war sehr gut gewesen, ja. Finde auch den neuen Bürgermeister Zietemann, zu dem sie sich jetzt entschlossen haben, eigentlich eine gute Wahl. Ich weiß ja, ich habe schon in der Zeitung gelesen. Na, eigentlich ganz süde. Mich hat es eigentlich überrascht, dass Herr Zietemann beim ersten Wahlgang so viele Stimmen gekriegt hat. Beim zweiten Wahlgang war ich recht sicher und habe noch gewählt. Ja, fand es ein bisschen schade, dass Roland Seeger nicht mehr machen wird, aber man kann es ja nicht ändern. Die Arbeit mit den Fraktionen, er ist ja parteilos und wir sind ja alle Fraktionen sind praktisch Parteien oder Bürgerbewegung und diese Arbeit muss er mit uns verbessern, denn wir müssen ja dann auch an seiner Seite stehen. Dass mehr Möglichkeiten für Kinder sind. Weil jetzt durch Corona haben die Kinder ja kaum noch Ausgleich und wird ja auch nicht mehr angeboten in Rathenow und großartig für Kinder. Sonntags ist hier überhaupt nur Schluss. Naja, vielleicht irgendwo die Straßen erneuern. In manchen Gegenden, aber sonst, ja, eigentlich bin ich zufrieden mit Rathenow. Ja, die Holzbrücke da in Ihrer Straße. Ja, das ist Die ja ist, ein Ding. das ist ja, das ist ein tolles Ding, denn sind die ganzen Straßen gesperrt und klar, Bauarbeiten müssen sein, aber zumindest hätte man vorher, und dann hier die Hauptstraße genauso, hier die Färbelinerstraße, ja, die sind alle zu, die Straßen, und das ist hier ein Chaos manchmal. So, und dit, wenn er das schafft, ja, dann ist er schon ganz gut. Und dann wünschen wir uns ja noch, dass hier die Bahnanbindung, die Schnellbahnanbindung müsste ja dann auch irgendwann mal berücksichtigt werden für die Leute, dass der Zug hier mal hält, ja.